Danke, Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ja, das Thema Hypo Alpe Adria ist aus mehreren Gründen dringlich. Ich möchte aber mit was beginnen, was den zeitlichen Ablauf in der Tat betrifft und aus dem Titel heraus die Dringlichkeit schon besonders rechtfertigt, dass wir, Frau Bundesministerin, retten sollten, was noch zu retten ist. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass dazu auch dieses Haus gebraucht wird, nämlich mit einer Gesetzesänderung. Und deshalb bringen wir dieses Thema heute hier auch noch einmal ein. Es soll nicht nur deshalb, aber auch deshalb, es soll nachher, nämlich dann, wenn schon 2014 ist, wenn jetzt das Notwendige unterlassen wird, es soll nachher nicht wieder keiner sagen, es war eh immer alles alternativenlos. So wie die Notverstaatlichung, so wie der Ballerwatsch mit der Union und so weiter und so fort. Es ist noch einiges zu retten. Es ist noch nicht das Schlimmste eingetreten. Allerdings wird es so oder so Milliarden kosten. Und es geht jetzt nur mehr darum, sind es bestenfalls 5, eher 7 oder sind es 10,5. Ich werde auf diese Zahlen dann noch eingehen, sie sind ja auch Gegenstand der Frage, weil nämlich je nachdem, wie sich die Republik verhält, das wird. Soweit zu unserem Angebot. Wir reichen Ihnen wirklich die Hand, dass Sie hier die Gesetzesvorlagen so rechtzeitig einbringen, dass noch vor der Wahl die entsprechenden Voraussetzungen in den, vor allem im Bankwesengesetz, geschaffen werden können. Weil das, was jetzt passiert, schränkt die Handlungsmöglichkeit der Bundesregierung ein. Das sagen alle Experten, das sagen Ihre Bankmanager, die Ihnen reihenweise davonlaufen und wo bis jetzt nicht klar ist, warum Sie eigentlich hier nicht handeln. Im Übrigen die ganze Bundesregierung. Nun, es handelt sich aus meiner Sicht in dieser Angelegenheit um den größten Bankraub der Geschichte. Allerdings von einer blauen Bank, ursprünglich blauen Bank, mit einem schwarzen Management und unter Tateinheit einer rot-schwarzen Bundesregierung, die das Ganze jetzt noch entsprechend befördert. Die Dimensionen sind seit jüngstem wieder einmal nach oben gewachsen. Und ich darf jetzt hier ein Zitat bringen, das ja von der Presse kommt, von Herrn Urschitz, und dem werden Sie nicht unterstellen, dass er mit uns kollaboriert. Aber es ist relativ leicht herrechenbar, wie wir hier auf die 7,7 Milliarden bis 10,5 Milliarden kommen. 2,2 sind drinnen, die können wir mehr oder weniger vergessen. Der vermutliche Kapitalbedarf beträgt 2,6 bis 5,4 Milliarden und der Liquiditätsbedarf im unteren Fall 2,2 bis im oberen Fall 2,9 Milliarden. So errechnet sich das hier. Wir würden Sie auch dann in den Anfragen dringend ersuchen, das auch entsprechend zu beantworten. Der Herr Urschitz bezieht sich nämlich auf ein Papier des Finanzministeriums. Diese Zahlen, Urschitz und so weiter und so fort, sie stammen also nicht von irgendwo, sondern sie stammen vielmehr aus einem nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Papier des Finanzministeriums, werden also einigermaßen stimmen. Nun, wenn das aber so ist, dann werden Sie hier erklären müssen, wo Sie das erstens im Budget vorgesehen haben und wo Sie zweitens Ihre schadensabwehrenden Maßnahmen treffen. Die Historie muss jetzt tatsächlich noch einmal erzählt werden. Es kann nicht unerwähnt bleiben, dass hier die Notverstaatlichung eines der Hauptprobleme war, die Sie hier verursacht haben. Aber zunächst noch war es eine Angelegenheit der Kärntner Bank, einer schwarzen, vor allem aber auch blauen Landesregierung, die hier eine Plünderung organisiert hat, die ihresgleichen sucht. Das Geschäftsmodell war ein Pyramidenspiel und in weiterer Folge hat man nicht einmal davor zurückgeschreckt, mit der Mafia in Kroatien entsprechende Geschäfte abzuschließen. Genauso ist es dann gelaufen. Und als wir
im Bankenuntersuchungsausschuss, und deshalb drängen wir hier so, dass das Parlament hier eine Rolle spielt, auch jetzt wieder, als wir hier im Bankenuntersuchungsausschuss 2007 darauf hingewiesen haben, was hier alles schiefläuft, dass es hier mittlerweile um Milliarden geht und um weitere Milliardenschäden, die abzuwenden gewesen wären. Da hat Rot und Schwarz das Ganze zugedreht. Keine Rede heute mehr davon, dass damals schon klar war, dass es kein Risikomanagement gegeben hat, dass Geldwäsche in großem Betrug, in großem Stil gemacht wurde, dass weitere Betrügereien an der Tagesordnung gestanden haben. Aber aus Angst davor, dass das alles aufkommt und letztendlich damals schon aus Angst vor Raiffeisen, haben Rot und Schwarz das Ganze hier abgedreht. Gleichzeitig liefen die Verkaufsbemühungen Richtung Bayern LB. Vorher noch hat ein Geschäftsklüngel von Schwarzen, im Wesentlichen schwarzen Geschäftsleuten, unter anderem den damaligen Präsidenten der Industriellenvereinigung, hier noch ein Millionenschnäppchen gemacht, jeder für sich natürlich. Das ist bis heute nicht klar, ob das hätte nicht weitere Untersuchungen nach sich ziehen müssen, nachdem offenkundig nicht einmal die entsprechenden steuerlichen Fristen eingehalten wurden. In der weiteren Folge wird immer behauptet, das ist aber nicht das Thema in Österreich, haben die Bayern das Ganze vervielfacht? Das mag schon sein, aber wenn es so ist, und jetzt kommt die entscheidende Frage, wenn es so ist, warum war es dann die Republik Österreich, die sich das Ganze hat einhandeln müssen? Es war völlig klar, dass hier nicht nur Haftungen drauf schlummern, sondern viele Kredite und Assets notleidend sind. Und in diesem Zusammenhang muss die Erpressbarkeit der Republik oder des damaligen Finanzministers einmal geklärt werden, warum hier zu den allerschlechtesten Varianten für Österreich die Verträge abgeschlossen wurden in einer Nacht- und Nebelaktion. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, hat wissen müssen, was Sache ist. Und sagen Sie jetzt nicht, weil das ist ja die typische Antwort, es war alternativenlos und es wäre uns nichts übrig geblieben. Natürlich hätte man die Bayern drängen können, einen größeren Anteil zu übernehmen, da geht es um Milliarden. Oder man hätte es darauf ankommen lassen müssen, weil die Bayern LP ihrerseits ja in Eigentum des Freistaats Bayern das gar nicht hätte riskieren können. Ja, es ist richtig, wenn Sie argumentieren wollen, wäre das alles eingetreten, wäre natürlich ein großer Schaden entstanden, aber nicht in Österreich primär, sondern am Balkan. Es hat europäische Interessen gegeben, dass das nicht passiert. Aber dann ist es ja überhaupt nicht erklärlich, warum ausgerechnet nur das dem österreichischen Steuerzahler umgehängt wird und warum die Verträge so ausschauen, dass bei jedem Ausweg, den es heute noch hätte geben können, ein Blockaderecht der Bayern LB existiert, das natürlich wie ein Damoklesschwert jetzt drüber schwebt. Warum? Weil natürlich auch in weiteren Versäumnissen mit der Bayern LB Verträge geschlossen wurden, wo heute noch oder gerade eben erst wieder sogar sich die Gerichte damit befassen. Und diese Versäumnis und Fehlerkette hat dazu geführt, dass wir überhaupt erst in diese Lage gebracht wurden. Das alles sollte aufgeklärt werden. Das verhindern Sie aber wieder. Ich erwähne das nur deshalb, weil es ja das typische Spiel hier im Haus ist. Hunderte Seiten kritischer Rechnungshofbericht, aber der Herr Finanzminister, der Ex-Finanzminister Brödel darf nicht geladen werden, er soll versteckt werden, es soll ja nichts ausgesagt werden. Und das macht die Sache nur umso verdächtiger. So weit, so schlecht. Aber jetzt, Frau Finanzministerin, hätte die Republik wesentlich mehr herausholen können oder wesentlich anders handeln können. Es war von Anfang an klar, dass die Europäische Union dieser Sache nicht länger zuschauen wird. Es war völlig klar, dass Abwicklungskonzepte hätten vorgelegt werden müssen. Bis vor kurzem ist überhaupt nichts passiert. Warum haben Sie hier nichts unternommen? Warum haben Sie nicht früher auf die entsprechenden, und die liegen ja vor, Aufforderungen, die berechtigten Aufforderungen der Union reagiert? Das war's.
Das war's, was es ausgemacht hat, dass wir heute dort sind, wo wieder Urschitz zitierend, er zum Schluss kommt, dass hier durch und durch geschäftsschädigend gehandelt wurde. Nämlich geschäftsschädigend deshalb, es wird dann geschäftsschädigend, sagt er, wenn sich die Eigentümer, das sind nämlich in Vertretung Sie, zur Methode nur keine Wellen entschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sollen dumm sterben und stattdessen mit einer Taskforce ihnen in die Parade gefahren wird. Diese Paralyse kennzeichnet die Situation und die Friktion ist vorgezeichnet. Und jetzt dieses Chaosmanagement kostet uns weitere Milliarden. Nun, zu diesen weiteren Milliarden, deshalb ist das auch ein Kern dieser Anfrage, zu diesen weiteren Milliarden muss jetzt Folgendes festgehalten werden. Sie haben 700 Millionen für die Hypo in dem Jahr eingestellt, ist eh schon keine Kleinigkeit. Tatsache ist aber, dass wir aufgrund der Vermeidung, sagen wir es einmal höflich, aufgrund des Nicht-in-Angriff-Nehmens von Abwehrmaßnahmen, dass das alleine die 700 Millionen schon in der Halbjahresbilanz verschlingen wird, vom ganzen Jahr gar nicht zu reden. Wo also sind im Budget und in längerer Folge im Finanzrahmen die Vorsorgen getroffen, dass das auch irgendwo aufscheint? Das sind Dimensionen, die es noch nie gegeben hat. Es handelt sich, Frau Finanzministerin, wenn Sie die Sache nicht einstellen, um die größte Budgetlüge aller Zeiten. Und zwar ist das nicht irgendeine Notlüge, da kann man schon was dazu sagen, Sie haben Vorkehrungen zu treffen und vor allem, und ich hoffe, Sie werden sich nicht wieder davor drücken und das auch beantworten, aber vor allem geht es hier um die Vermeidung eines Verfassungsbruchs. Natürlich ist es so, dass nach den Grundsätzen der Transparenz und der Budgetwahrheit das hier auszuweisen ist. Und wenn jetzt das Ganze bei 7 bis 10,5 Milliarden zu liegen käme, stellt sich schon die Frage der weiteren Zuordnung dieser ganzen Angelegenheit. Frau Finanzministerin, Sie selber haben im Dezember, das ist also ein halbes Jahr her, noch gesagt, die Hypo ist ein Fass ohne Boden. Sie haben gesagt, vorher noch, das ist alles in kurzem Abstand, die Bank ist auf einem guten Sanierungsweg. Also wie jetzt? Und deshalb haben Sie hier nicht nur Glaubwürdigkeit verspielt, sondern ist es wohl auch so, dass hier die Wirtschaftskompetenz und die Finanzkompetenz durchaus angezweifelt werden muss, zumal Sie es ja auch fertiggebracht haben, dass mit der Europäischen Union die schlechtmöglichste Verhandlungsposition erreicht wurde. Auch das ist hier in diesen Zeitungskommentaren klipp und klar herauszulesen. Und das sind, wie gesagt, der Kurier, die Presse und alles Medien, die mit Sicherheit nicht einmal grundsätzlich den Grünen nahestehen. Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, und dazu gibt es eben unser Angebot, dass wir hier noch retten, was zu retten ist, dann müssen Sie einmal erklären, was eigentlich die besonders kreativen Lösungen sind, von denen Sie hier neulich gesprochen haben, in Alternative zu Abwicklungsinstrumenten, die dazu führen können und sollen, dass hier noch der Schaden minimiert wird. Es muss eine Möglichkeit geben, die Sie hier und die Bundesregierung einschlägt, damit die maximale Höhe des Schadens vermieden wird. In dem Zusammenhang gehen alle Kommentatoren, aber vor allem alle Expertinnen und Experten davon aus, dass es Abwicklungsinstrumente braucht. Sie verschieben das nicht nur bis nach der Nationalratswahl. Es wird Regierungsverhandlungen geben, wer mit wem auch immer. Bis das Ganze steht und im Haus ist, ist es 2014. Ja, wie wollen Sie denn dann, nachdem die jetzigen Verzögerungen schon hunderte Millionen, wenn nicht zusätzlich Milliarden gekostet haben, wie die meisten hier rechnen, wie wollen Sie denn dann den weiteren Schaden verhindern? Was sind denn das für kreative Modelle? Das sollten Sie heute hier auch beantworten. Und in letzter Konsequenz hat diese Bundesregierung die Sache noch ausreichend verbockt. Auch wenn es so ist, dass die Ursprünge in Kärnten gelegen haben,
muss man mittlerweile feststellen, dass der größere Milliardenschaden dadurch entstanden ist, dass hier auf die dümmste Art und Weise die Sache notverstaatlicht wurde und dass in der Folge erst recht wieder alles unterblieben ist, was notwendig gewesen wäre. Und jetzt ging es darum, dass Sie hier dem Haus ein Konzept vorlegen und erklären, wie Sie das Ganze noch in den Griff kriegen wollen. Wenn Sie sich als Anwältin der Steuerzahlerinnen hier ständig ausgegeben haben, dann haben Sie diesen Anspruch mit Sicherheit verwirkt. Es ist der größte Raubzug aus meiner Sicht, der jemals auf die Steuerzahlerinnen hier ausgeübt wurde. Eigentlich müsste man den guten Rest des Mafia-Paragraphen auf die hier handelnden Personen noch ausweiten. Es handelt sich um einen organisierten Anschlagszug auf die Steuerzahlerinnen, die immer mehr mit jeder Entscheidung immer noch mehr gekostet haben. Man möchte ja fast vermeinen, das ist Absicht. Zu jeder Weichenstellung, wo eine Entscheidung notwendig war. Zu jeder Weichenstellung ist genau in die falsche Richtung entschieden worden und der falsche Weg eingeschlagen worden. Und aus diesem Grund sollten Sie besser heute als dann, wenn es zu spät ist, die notwendigen Schritte einleiten. Wenn es so ist, dass zu den 2,2 Milliarden die Differenz aus einem Papier aus Ihrem eigenen Haus, die Differenz zwischen den notwendigen Kapitalmaßnahmen immer noch zwischen 2,6 und 5,4 Milliarden beträgt, dann ist es eine anständige Summe. Diese Differenz, die hier verborgen ist, hängt offensichtlich davon ab, was in nächster Zeit passiert. Und das sind nicht nur unbeeinflussbare Umstände am Balkan oder sonst irgendwo, sondern das hängt auch damit zusammen, wie wir hier die Abwicklung organisieren oder vielmehr Sie organisieren oder zumindest organisieren sollten. Natürlich ist es so, dass jedenfalls in der kurzen Frist, weil Sie das neulich danach geradezu ins Lächerliche gezogen haben, in der kurzen Frist die Abwicklungskonstruktion den Vorteil hat, dass Sie kein Eigenkapital dafür unterlegen müssen. Dass es außerdem dazu führen würde, dass die guten Teile der Bank offengelegt werden und dass die besser bewertet werden können und besser am Markt, entsprechend selbst vielleicht noch verbessert, das bleibt ja die Hoffnung tatsächlich, dass hier dann auch ein entsprechender Preis erzielt werden kann. Das Ganze funktioniert ja natürlich nur dann, wenn Sie die guten von den schlechten Teilen trennen. Wenn Sie sich in die Festhalle von Raiffeisen stellen und dort hinaus posaunen, also wer will denn eine Bank, wortwörtlich, ich hätte da welche zu verkaufen, na, das wird nicht sehr vertrauenserweckend sein. Das mit Sicherheit nicht. Aber was getan werden kann, sind die Schritte, die ich Ihnen jetzt angedeutet habe. Oder erklären Sie, wie es besser geht. Alle Vorstände und alle Aufsichtsräte, die Ihnen hier jetzt schon schadenweise davonlaufen, haben das nicht nur ähnlich, sondern ganz gleich gesehen. Sie haben nicht einmal auf Ihre Vorschläge geantwortet. Das wird ja jetzt alles offenkundig. Und also bleibt die Frage nach dem Krisenmanagement dieser Bundesregierung. Und machen Sie jetzt das Richtige, bevor noch weitere Milliarden hier den Bach hinuntergehen. Ich bin der Meinung, wir brauchen hier eine entsprechende Gesetzesänderung. Bringen Sie die vor der Nationalratswahl ein, damit nicht noch ein halbes Jahr oder im schlimmsten Fall ein Dreivierteljahr vergeht. Oder erklären Sie, wie Sie es sonst machen. Die Pleite der Hypo Alpe Adria sei der größte Raubzug auf Kosten der Steuerzahler in der Geschichte und koste Österreich voraussichtlich 7 bis 10,5 Milliarden Euro, kritisiert Werner Kogler, Finanzsprecher der Grünen. Dabei habe die Bundesregierung durch schlechte Verhandlungen mit dem Eigentümer Bayern LB im Zuge der Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria das größte Unheil angerichtet. Daher fordert Kogler, retten.